Die Vorfreude, aber auch die Spannung auf das bevorstehende Europäische Olympische Jugendwinterfestival, kurz EOF, steigt von Tag zu Tag. Am vergangenen Wochenende schnupperten zahlreiche der ca. 1200 freiwilligen Helfer zum ersten Mal olympische Luft im Montafon. Also zunächst mal bekommen die Volunteers alle eine Schulung. Da geht es im generellen Teil darüber, was bedeutet es, Volunteer zu sein, Rechte und Pflichten. Was ist EOF überhaupt? Worum geht es dabei? Im zweiten Teil des Trainings geht es dann um die jeweiligen Einsatzbereiche. Dort werden sie spezifisch für ihre einzelnen Positionen und Funktionen trainiert. Und nach dem Training werden dann alle Volunteers sich ihre Akkreditierung abholen können und auch ihre Uniformen. Knapp 3600 Personen aus der ganzen Welt hatten sich für einen Job bei den EOF in Freiberg und Liechtenstein beworben. 1200 Helferinnen und Helfer werden bei den Spielen Ende Jänner 2015 dann tatsächlich auch im Einsatz sein und unterschiedlichste Aufgaben bekleiden. Die Aufgaben sind ganz unterschiedlich. Das geht von der Teambetreuung, dass also jede Delegation ein bis zwei Betreuer an die Hand gestellt bekommen, über die Fahrer, die die ganzen Athleten zu den einzelnen Sportstätten und zu den Unterbringungen bringen. Dann geht es weiter über Sprachendienst, über medizinischen Dienst und natürlich auch Ausstellung der Akkreditierung und Unterbringung und Betreuung vor Ort. Die Gründe für Ihren Einsatz sind unterschiedlichster Natur. Ja, ich bin seit diesem Jahr in die Pension gegangen und suche so Teilzeitjöpple, wie jetzt hier angeboten wird. Und aufmerksam geworden bin ich eigentlich durch einen Bekannten in Schruns. Der hat mich eingeladen und hat mich animiert, sich hier zu melden. So, wir wurden in der Schule von unserem KV darauf angesprochen, ob wir eben als Freiwillige hier mithelfen wollen. Und ich dachte mir, da ich gerne Sprachen lerne, Sprachen spreche, mache ich mit. Und ja, daraufhin haben wir uns darauf beworben. Wir von BG Bludenz hatten eigentlich die Chance, wirklich dabei mitzumachen. Ein paar Schülerinnen und Schüler wurden auch von unserem Direktor ausgewählt aufgrund guter Leistungen. Und meine Kollegin Yvonne und ich, wir sind eigentlich ein Teil von denen. Und uns macht es eigentlich wirklich viel Spaß, Sprache anwenden zu können. Und genau aus diesem Grund haben wir uns auch dafür entschieden, da mitzumachen. Ganz wichtig für die Volunteers natürlich auch die Bekleidung. Diese besteht aus 4 bzw. 5 Teilen und ist natürlich komplett auf die Veranstaltung gebrandet. Es sind natürlich sehr große Mengen gewesen. Wir haben ca. 1300 Volontäre, für die wurde geplant. Die bekommen jeweils 5 Teile, einen ganzen Skianzug, sprich Skijacke und die Skihose. Dann kriegen sie den Olympia-Hoodie sozusagen. Dann bekommen sie noch eine Haube oder Stirnband und dann haben sie dann noch am Ende Handschuhe natürlich, damit es nicht kalt wird. Das haben wir 1300 mal 5, Sie können es dann ausrechnen, ist eine entsprechende Menge dahinter gewesen. Also man sieht es hinterbei, wir haben mit diesem Auflieger 19 Paletten alleine nur Skibekleidung hier angeliefert und zwar vor ein paar Tagen da in Schruns. Ist dann übernommen worden von der Elke, hat alles sehr gut funktioniert und im Vorfeld haben wir dann bereits die ganzen anderen Teile schon angeliefert, damit es dann bedruckt wird und alles. Also einige Tonnen Ware sind da angekommen, ja. Die freiwilligen Helfer sind also bereit und auch bei den insgesamt 9 Sportstätten sieht es zumindest zum größten Teil sehr gut aus. Wir sind mitten im Aufbau bzw. in der Abschlussphase für die Aufbauten der temporären Stadien. Viele Sportstätten sind ja schon fix fertig, wie das Schanzenzentrum ganz in der Nähe da. Und ja, wir hoffen auf Segen von oben, wie alle Sportveranstalter momentan im Wintersport. Eine Menge Schnee wird also herbeigesehnt, dieser sollte aber fix kommen und dann wird es Ende Jänner 2015 auch perfekte Spiele geben.